Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. So, herzlich willkommen, liebe Fuffpoddy-Abonnenten, zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Tom, nicht Hallo. Im Homeoffice, aber noch in der Arbeit. Ich schon wieder im Homeoffice. Ihr merkt, wir haben wieder leichte Terminkoordinationsprobleme, was uns aber nicht abhalten soll, heute über das, ich nehme es mal vorweg, wirklich gute Spiel in Gladbach zu sprechen. Tom nickt schon. Da sagst du ein wahres Wort, Rolf. Da sagst du ein wahres Wort. Ja, es war wirklich sehr, sehr gut. Von der ersten Minute an Druck gemacht. Die ersten 10 Minuten hat Gladbach tatsächlich auch wirklich Schwein gehabt, kann man schon so sagen, dass da schon nicht das ein oder andere Tor für den FCA reingegangen ist. Ich habe irgendwie mit irgendjemand geschrieben, gesagt, eigentlich könnte es jetzt schon 2-0 stehen für uns. Aber wie das dann halt immer so ist, entwickelte sich das Spiel dann leider ein bisschen anders. Was heißt entwickeln? Das war natürlich ein Torwartfehler, kann man sagen, von Finn Dahmen, der sich da schon verschätzt hat. Und dann kommt der Ball nochmal rein und dann auch da total Verwirrung an der Linie. Ich habe dann auch gedacht, naja, wenn ihr euch da ein bisschen anders hinstellt, dann kommt ihr da niemals mit dem Ball über die Linie. Aber wenn du es dann von der anderen Wiederholung siehst, das geht halt doch so schnell und er steht halt gut und drückt ihn dann halt drüber. Und auf einmal steht es halt 1-0 für Gladbach. Ja, also tatsächlich zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend, aber schön zu sehen, wie der FC Augsburg Auswärtsspiele mittlerweile von Beginn an mutig gestaltet. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen bei dieser Partie da gestern um 17.30 Uhr in Gladbach, weil wir haben ja schon auch öfter mal drüber gesprochen, dass die Anfangsphase jetzt nicht zwingend der Freund des FC Augsburg ist, dass man so ein bisschen braucht, so, ja, bis man dann im Schuh steht. Aber das hat jetzt richtig gut funktioniert in Gladbach. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Mönchengladbach liegt dem FC Augsburg in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr als vielleicht andere Teams. Mag daran liegen, dass Gladbach auch einfach seit Jahren so eine Wellenbewegung hat, dass nicht jedes Spiel auf allerhöchstem Niveau abgerufen werden kann, dass der Kader nicht optimal austariert ist in den letzten Jahren und das scheint dem FC Augsburg gut zu tun. Und Gladbach, glaube ich, hat auch gegen den FCA bisher nicht so wahnsinnig geile Erfahrungen gemacht. Also da scheint sich so ein bisschen was rauszukristallisieren, oder? Oder hab nur ich das Gefühl, ich kann es nicht mit irgendwelchen Zahlen groß belegen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Gladbach in den vergangenen Jahren für den FCA ein ganz guter Gegner war. Das fühlt sich tatsächlich so an, du hast recht, aber ich habe im Kommentar im Fernsehen gesehen oder gehört, dass es schon länger her ist, dass wir da mal gewonnen hätten. Also unentschieden, ja, aber ich glaube, in Gladbach gewonnen ist schon, da haben wir jetzt keine Statistiken vorbereitet. Ihr wisst, hier ist der Fuffpoddy. Natürlich. Ja, Gladbach, ich gebe dir absolut recht, weil du hast in der letzten Ausgabe gesagt, na klar kann man in Gladbach gewinnen, du solltest da auch recht behalten. Ich habe mir auch gedacht, ja, vielleicht geht diesmal was, auch wenn sie jetzt das letzte Spiel gegen Stuttgart ja gewonnen hatten, die waren natürlich schon selbstbewusst, aber wir ja auch. Also komm, was wir gegen Leverkusen gezeigt haben, war aller Ehren wert, auch wenn es dann zum Schluss nicht geklappt hat. Glückwunsch übrigens an Leverkusen, die schon wieder in der Nachspielzeit gerockt haben. Es ist wirklich, das ist echt krass, jetzt 7 vor den Bayern, das nur nebenbei. Aber Gladbach hat auch dann in Frankfurt verloren und die sind auch so, wie du gesagt hast, wellenartig unterwegs. Und vielleicht sind sie dann ab und zu genauso eine Mannschaft wie wir, wenn wir gerade denken, jetzt läuft's, dann kommt eine Mannschaft, wo du sagst, ja, gegen die gewinnen wir jetzt aber. Also in dem Fall wir, Augsburg, und dann läuft's halt nicht so gut. Ich fand, Gladbach, die hatten gute Szenen, das ist klar. Also das hätte schon auch anders ausgehen können. Aber im Endeffekt fand ich sie wirklich nicht gut. Also das war die ersten 10 Minuten. Ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich ging es dir auch so, hey, was ist denn jetzt los? Alle haben wahnsinnig viel Platz gehabt, unsere Jungs, und haben auch zielstrebig nach vorne gespielt. Und was mir sehr gut gefallen hat, die Pässe, die kamen wirklich an. Also die ersten 10 Minuten, du hast gesehen, jeder Ball wurde geholt und weitergespielt und kam dann wieder zu einem Grünen, anstatt zu einem Weißen. Und das hat, glaube ich, schon mal so die ersten 10 Minuten gezeigt, wow, wir sind da. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch an der etwas Teilnahmslosigkeit von Gladbach
gelegen hat, die da erstmal zugeguckt haben als Heimmannschaft, fand ich auch ein bisschen seltsam. Also ich fand es von Anfang an ganz klare Körpersprache, hey, heute wollen wir es. Gebe ich dir mit allem vollkommen recht. Jetzt darf man zu Recht anmerken, dass das natürlich die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du in der Bundesliga irgendwas holst. Ja, klar. Also das schon, aber ich finde auch, dass diese Anfangseuphorie, mit der du in ein Spiel gehst, weil noch ist ja nichts passiert, dass man die schon spüren sollte. Und die hat der FC Augsburg perfekt auf den Platz bekommen gegen Mönchengladbach. Und Chapeau, wirklich zu einem tollen Auswärtserfolg, zu einem Spiel, das dann insbesondere hinten raus auch nicht wirklich spannend wurde. Ne? Also Gladbach hat von der Bank ein bisschen noch personell nachlegen können, aber Qualität kam da jetzt auch nicht wirklich. Der FC Augsburg hat es super gut gemacht. Weiterhin die Räume gut zugelaufen, ganz wenig 1-gegen-1 Duelle verloren in den Bereichen, in denen es ja dann doch manchmal auch ein bisschen knifflig werden kann. Also sehr, sehr reife, sehr, sehr stabile Leistung und damit zieht der FC Augsburg an Gladbach vorbei in der Tabelle, wenn ich das richtig interpretiert habe. Gell? Und zu Recht, muss man sagen, weil der FC Augsburg an diesem Tag die bessere Mannschaft war. Und zwar von Minute 1 an. Dann, es gab nach dem Führungstreffer für Gladbach natürlich so ein bisschen diesen leichten Hänger. Ja, da hast du schon gemerkt, der Treffer hat ein bisschen Wirkung gehabt. Aber es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, da geht jetzt irgendwie gar nichts mehr voran. Insofern, großes Kompliment und natürlich auch wahnsinnig schön für Philipp Tietz, dass er dieses Tor macht. Die Vorlage von Kevin Mbabu, der auch in den schon ein bisschen Anlauf gebraucht hat, um wieder so in diesen Bundesliga-Rhythmus zu kommen, den er schon mal hatte. Aber da hast du einfach gemerkt, der braucht schon auch ein bisschen Zeit. Jetzt, finde ich, hat er tatsächlich so langsam aber sicher die Form beziehungsweise die Verfassung, auch die körperliche Verfassung, in der er die Schiene rauf und runter wetzen kann, als gäbe es keinen Morgen. Und das hilft enorm. Das erste Tor ist einfach gut gespielt, weil die Seite gut überlagert ist, weil einfach da sehr, sehr viel Überzahl entsteht. Gladbach kriegt es dann nicht verteidigt, dann ist die Flanke einfach gut. Ja, und Tietz macht einen hervorragenden Flugkopfball. Ich schaue dem gerne zu, da ist so viel Energie auf dem Platz. Wenn Philipp Tietz da ist, selbstverständlich ist er jetzt nicht der Knipser, der mit einer riesig hohen Torquote aufwarten kann im Moment, aber der tut dem FC Augsburg schon enorm gut. Erinnert mich immer wieder so ein bisschen an Sascha Mölders, ne, was so den Einsatz, die Energie, auch das Anlaufen angeht und sowas. Das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Und das ist der Stürmer, den der FC Augsburg gebraucht hat, um dieses energievolle Spiel endlich auch bis in den Strafraum des Gegners durchzutragen. Gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Strafraumbesetzung passt, Nachrücken passt, das Gegenpressing ist gut organisiert. Also da greift jetzt gerade schon sehr viel ineinander und da hat Jes Torup einen guten Job gemacht. Da hat Enrico Maaßen die Mannschaft auch so hingestellt, dass Jes Torup darauf ganz gut aufsetzen konnte. Also Chapeau an alle Beteiligten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und nach 18 Spieltagen 21 Punkte zu haben und auf Platz 10 zu stehen, ich glaube, damit ist man beim FC Augsburg grundlegend mal zufrieden und hat mit dem Gewusel da unten im Tabellenkeller, wo sie alle 11 Punkte haben, 16, 17, 18, mal nichts zu tun, ist doch ganz schick. Ja, das ist im Moment natürlich total fantastisch. Wenn unser geliebter FCA-Präsident, der Max, noch bei uns im Podcast wäre, hätte er, bevor wir irgendwie über ein Spiel reden, selbstverständlich die neue Frisur von Freddy Jensen ins Spiel gebracht. Also Korrekt. Ich war auch sehr überrascht. Er sieht sehr seriös aus jetzt. Er ist ja doch eher so mit längeren Haaren, die mal durch einen Gummiband gehalten wurden, aufgetaucht. Gerade so. Also es sah wirklich total cool aus. Freddy, sehr coole Frise, muss man wirklich sagen. Du hast absolut recht. Also Kevin Mbabu entwickelt sich da immer mehr und ich finde, er macht schon länger starke Spiele, kann sich noch steigern, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er hat schon öfter gezeigt, wenn es dann mal rechts nach vorne geht, er ist immer mit dabei, da kommen auch schlaue Pässe auf ihn, er flankt gut rein und es sieht gut aus. Ich finde, der hat uns wirklich weitergeholfen, also muss ich wirklich sagen. Und nochmal auf Gladbach, es war vorher klar, dass die unglaublich heimstark sind, also die haben das letzte Heimspiel gegen Stuttgart, ich glaube nach knapp 20 Minuten lagen sie schon 2-0 vorne.
Und Stuttgart ist jetzt auch jemand, der da absolut selbstbewusst hingefahren ist. Ja. Ich glaube, Wolfsburg haben sie mit 4-0 nach Hause geschickt. Gegen Bremen war, glaube ich, ein 2-2. Also das waren gestern genau richtig motiviert. Und ich habe dann immer auch schon so gesagt, so die späten Sonntagabendspiele, die auf der Zone kommen, die liegen uns komischerweise. Also du weißt, das Frankfurt-Spiel war so eins jetzt, ne? Und dann war, an was ich mich immer erinnere, ist dieses Wahnsinnsspiel mit 3-2 auf Schalke, das letzte, was wir da hatten gegen die. Das war auch so ein, das ist natürlich purer Zufall, aber man hat wirklich gern zugeschaut. Und ich sag dir ganz ehrlich, als die das Tor geschossen haben, die Gladbacher, habe ich mir gedacht, normalerweise ärgert man sich und denkt sich, naja gut, also jetzt kommt die Heimmannschaft, die ist stark zu Hause, die haut dir jetzt irgendwie das Zweite rein und dann kannst du es schon wieder vergessen. Dieses Mal nicht, weil ich irgendwie gespürt habe, so körpersprachenmäßig, ich habe es vorhin schon angeschnitten, da geht noch was. Und sie sollten uns nicht enttäuschen und dann kommst du aus der Halbzeit wieder und machst die zwei Buden aber direkt hintereinander. Also du drehst das Spiel. Normalerweise sagt man ja gut, vor der Halbzeitpause noch den Ausgleich, dann ist das auch so eine psychische Marke, die richtig gut ist. Aber wenn du dann aus der Pause kommst und das Ding drehst und dann, wie du sagst, auch relativ ohne große Gefahren das Ding nach Hause fährst und wir hatten ja auch noch die ein oder andere Chance, das ist das Einzige, was man vielleicht ein bisschen ankreiden muss, diese großen Chancen dann auch wirklich mal versenken muss, fehlt immer nur ein Stück, aber im Nachhinein können wir sagen, egal, aber wenn es dann doch ein 2-2 gewesen wäre, naja, aber trotzdem, die 3 Punkte, super wichtig, du hast es gesagt, wir sind auf 10, klar, ist alles noch extrem eng, aber nach unten müssen wir jetzt erstmal nicht schauen. Das ist noch eine Bestandsaufnahme nach 18 Spielen. Ja, toll. Bei der kann man doch als Augsburg-Fan nur jubilieren tatsächlich. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Genau, also ich finde auch, dass da tatsächlich jetzt so ein Mannschaftsgefüge insgesamt gut funktioniert. Na, da greifen wirklich die Rädchen ineinander. Man kann da schon zuversichtlich auch auf die nächsten Spiele blicken, die nicht ganz leicht werden, zugegebenermaßen, aber man kann da schon mit Zuversicht drauf blicken. Und weil das Tolle an so einem an so einer Aufnahme des Podcasts an meinem Arbeitsrechner ist nämlich, dass ich parallel noch kurz Kugel anschmeißen kann. Und dann kann ich dir sagen, dass die Bilanz, Bilanz gegen Gladbach folgende ist. Wir haben in der Hinrunde 4-4 gespielt, das wissen wir alle. Ja. Letztes Jahr 2-0 in Gladbach verloren. Wissen wir alle, was das für ein Spiel war. Mhm. Letzter Spieltag 0-2 in Gladbach. Katastrophal war das. Hätte auch ganz anders ausgehen können, die Nummer. Und ja, aber davor haben wir sie geschlagen, dann haben wir aber wieder verloren und dann haben wir sie zweimal geschlagen und unentschieden gespielt. Also ich sage mal so, das Gefühl aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielen ist ein ausgeglichenes, aber es sind tatsächlich einige Siege dabei, die der FC Augsburg gegen Gladbach einfahren konnte und ja, es entwickelt sich, finde ich, dass der FCA mit Gladbach im Moment auf Augenhöhe ist. Und das zu behaupten, so, ne, also wenn du einfach sagst, okay, mit welchen Mannschaften bist du in der Liga so auf Augenhöhe und sagst so, ach, Borussia Mönchengladbach wäre dabei, dann das kann man schon auch mal unterschreiben, kann man schon auch mal mitnehmen. Hast du vollkommen recht. Du hast es schon angesprochen, jetzt wird es nicht wirklich leichter. Zumal das nächste Spiel dann wieder so ein Spiel ist, wo du halt was holen kannst, wenn die Bayern kommen. Und das übernächste Spiel ist auswärts, wo du wieder was holen musst eigentlich. Jetzt ist Bochum aber auch relativ selbstbewusst am Wochenende ins Bett gegangen nach dem 1-0 gegen Stuttgart. Wieder verloren. Bei Stuttgart habe ich in einer der letzten Folgen schon gesagt, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, wo der Weg hingeht. Die werden sicherlich da oben bleiben. Klar, dafür haben sie schon zu viele Punkte. Aber ob es dann wirklich für ganz oben reicht, wage ich noch zu bezweifeln. Schauen wir mal, was wird. Jetzt kommen die Bayern. Die haben aber jetzt unter der Woche noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Jetzt haben sie es gegen Bremen verloren, müssen unter der Woche noch mal ran und dann kommen sie zum FCA. Ist das unsere Chance? Ja, unbedingt. Thomas Tuchel ist schon am Ende. Ja, unbedingt. Unbedingt ist das die Chance für den FC Augsburg, wenn der FC Bayern ausnahmsweise mal unter der Woche ran muss. Da ergeben sich die großen Chancen. Nein, also das ist natürlich gleich grad wurscht. Am schlimmsten sind die Bayern, wenn sie verloren haben am Spieltag davor.
dann willst du sie am allerwenigsten spielen, sage ich, weil da ist, da ist die Wut besonders groß und der Wille zur Wiedergutmachung nicht viel kleiner. Aber wenn du sie dann am Wochenende hast, nachdem sie Union Berlin weggefahren haben, naja, dann normalisiert sich die ganze Geschichte wieder. Ne? So. Ja, es ist wie immer. Das Bayern-Spiel ist cool. Ich freue mich drauf, weil wir schon oft gezeigt haben, dass was gehen kann, aber natürlich auch schon oft verloren haben. Das sind wieder diese berühmten Punkte, die du eigentlich nicht einplanst. Wenn sie dann da sind, ist es schön. Und ansonsten freuen wir uns da auf ein schönes Spiel. In Bochum wird es dann definitiv viel, viel schwerer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir da auftreten. Sollen wir aber noch nicht besprechen. Machen wir vielleicht nach dem Bayern-Spiel? Oder wie würdest machen wir nach dem Bayern-Spiel, würde ich sagen. Aber ich auch da beim Bayern-Spiel, du weißt, dass wir uns gegen die Bayern immer wieder auch in eine krasse Form gespielt haben. Ja, ja, das meine ich. Und das ist schon jetzt auch eine Konstellation. Klar, die Bayern müssen, ja, ja, das ist einfach so, die müssen gewinnen, ja, damit sie da oben dran bleiben, weil Leverkusen halt jetzt Bayern-Dinge macht. Ja, die gewinnen halt so in letzter Minute 2 Spiele in Folge und holen sich halt damit 6 statt 2 Punkte. Und das sind dann so die Dinge, die Bayern besonders reizen müssen sogar, weil sonst wird's im Selbstverständnis schon schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz gute Gelegenheit ist, den Bayern vielleicht sogar wieder ein Unentschieden abzutrotzen, vielleicht sogar auch was zu holen. Ich meine, das ist ein Spiel zu Hause, weißt du? Das ist ein Fußballfest. Da brennst du einfach 90 Minuten Feuerwerk ab, schaust, was geht. Genau. Und ich bin da durchaus zuversichtlich, denn die Bayern sind auch in dieser Saison zu schlagen. Das ist aus meiner Sicht eine der schwächsten Bayern-Mannschaften, die wir in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren gesehen haben. Und deshalb glaube ich, dass da in dieser Saison tatsächlich für den FC Augsburg auch noch was drin ist. Noch dazu haben wir noch nicht gesprochen über den neuen Mann, ne? Haben wir auch noch nicht. Wenn wir das jetzt gleich machen, kommen wir zum Abschluss des Bayern-Spiels vielleicht noch auf eine Tatsache, die mir so aufgefallen ist. Jetzt mal unabhängig vom Verein, wo er spielen würde, aber wir haben das erste Mal einen der Weltfußballer in Augsburg zu Gast. Ja, Harry Kane. Also ich will das jetzt nicht so hochhängen, um Gottes Willen, aber damals, als Raul bei Schalke bei uns gespielt hat, das war schon auch so ein Moment, wo ich dann sage... Ich übersetze kurz. Das bedeutet, du bist ein bisschen starstruck? Nein. Ich bin auch kein Fanboy. Überhaupt nicht. Mir ist es völlig egal, wo Harry Kane spielt. Ich finde, das bereichert die Bundesliga. Jetzt spielt er halt bei Bayern. Wenn er jetzt, was weiß ich, in Hoffenheim oder in Leipzig spielen würde, würde ich es genauso abfeiern. Dass halt er, also nur als Person da ist, finde ich schon cool. Passt schon. Also ich wollte es nur mal so anmerken. Ich werde auch kein Foto mit ihm machen. Ich werde auch... Aber er will mit dir ein Foto machen. Frisier dich ordentlich. Rolf, bitte tu mir den Gefallen. Frisier dich ordentlich. Putz dich ein bisschen raus. So, weil er will halt ein Foto mit dir machen. Ich bin kein Fanboy. Ich mache das immer so. Ich stehe daneben. Ich sehe, wie er an mir vorbeiläuft. Und dann freue ich mich, dass ich den mal wirklich aus der Nähe gesehen habe. Was mir eigentlich auch egal ist. Aber es ist halt Tatsache. Ich werde ihn sehen. Deswegen freue ich mich drauf. Sonst wäre es mir egal. Und dann kommen wir jetzt zu einem wesentlich wichtigeren Spieler, der beim FC Augsburg eingerockt ist, nämlich Christian Jakic. Den Namen haben wir ja alle schon mal gehört. Das kam, ich sag mal, doch relativ überraschend. Passt aber total ins Profil und ins Beuteschema. Ganz cleverer Transfer. Also, wenn das aufgeht, die Nummer, muss man Marinko Jurendic wieder mal dahingehend ein großes Kompliment machen, dass er sehr gute Lösungen für den FC Augsburg erarbeitet. Weil Christian Jakic, klar, bei Frankfurt jetzt zuletzt nicht mehr Stammspieler und nicht mehr mit der Verantwortung ausgestattet, aber der hat bei Frankfurt 82 Spiele gemacht. Ja. Da ist Liga mit dabei, da ist Euroleague mit dabei, da ist Champions League mit dabei. Also der war eine absolute Säule in dieser Klasse-Mannschaft, die Frankfurt ja jetzt über 3-4 Jahre schon aufgebaut hat und in den letzten 2 Jahren insbesondere auch war. Also Christian Jakic hat mir immer auch gut gefallen, sehr gute Dynamik
auch ein ganz guter Box-to-Box-Spieler, also der kann schon wirklich auch die zwei Wege gehen, sowohl im Vorcheck als auch im Backcheck, also der läuft dir einfach wirklich von 16er zu 16er und ist dann auch im Strafraum oder am Strafraum präsent, hat auch einen ganz guten Abschluss, also traut sich was zu. Für mich wirklich ein sehr, sehr guter Transfer, erstmal mit einer Leihe und dann mit der Kaufoption versehen, also clevere Nummer, und tatsächlich hat der FC Augsburg auf dieser 6er-Position, 8er-Position, jetzt auf den ersten Blick, kannst du sagen, haben die eigentlich nichts gebraucht, ja, weil da hast du mit Rex Bitschei, mit Dorsch, mit Engels, mit Breithaupt, hast du eigentlich auf jeden Fall vier Boys, die schon grundlegend da ja auch zu Hause sind und das da ja auch mögen. Jetzt ist es aber schon so, dass du dir halt eine höhere Flexibilität gibst. Und ich bin sehr gespannt, wie Jestorup und Marinko Jurendic diesen Kader weiter planen und wie sie ihn weiter verfeinern wollen. Denn du wirst ja auf jeden Fall eine Option für Arne Engels finden wollen. Weil du hast jetzt ja auch gesehen gegen Gladbach, der ist ja torgefährlich, und zwar in jedem Spiel. Ja. Also der hat ja jetzt kein Spiel gehabt beim FC Augsburg, in dem er nicht Torgefahr ausgestrahlt hätte. Er hat jetzt nicht so häufig getroffen, aber die Torgefahr war grundsätzlich da und er hat einen unheimlichen Zug. Und wissen wir doch, also Arne Engels haben wir vor einem Jahr hoch gelobt und haben gesagt, was für ein Kicker, so, dann ist der Bub 19 und wir geben ihm Zeit. Aber dass das ein klasse Fußballer ist und dass der sehr, sehr viel bewirken kann für den FC Augsburg, darüber sind wir uns ja grundlegend einig. Er hat super gespielt. Ja. Total. Und dann mit Niklas Dorsch jemanden, der auf jeden Fall gute Spiele gemacht hat, aber vielleicht auch ganz clever ist, den mal hin und wieder auch auf eine andere Position zu stellen. Vielleicht kann der ja eine etwas offensivere Position sogar spielen. Da würde ich ihn sehr, sehr gerne sehen. Ich würde den gerne mal hinter den Spitzen sehen. Oder Arne Engels hinter den Spitzen. Also mit dieser Jakic-Verpflichtung, glaube ich, holt sich der FC Augsburg große Flexibilität im Zentrum. Und das Zentrum ist, das wissen wir alle in der Bundesliga und seit Markus Weinziel es reingeplärrt hat in jede Mannschaft, zentrumdicht, ist das, ja, das Allerwichtigste. Du brauchst ein Zentrum, das zu ist, und du brauchst ein Zentrum, das du dominierst. Und mit Jakic hast du da auf jeden Fall einen, der sich da, wo es wehtut und wo es richtig rumpelt auf dem Platz, enorm wohlfühlt. Clevere Nummer, cleverer Transfer. Und hat sich auch gut eingeführt in Sachen Zweikämpfe. Du kommst rein im ersten Spiel für einen neuen Verein, holst dir gleich mal eine gelbe, zeig gleich mal, du bist dabei. Und ich gebe dir absolut recht, dieser Transfer kam überraschend, aber ist wahrscheinlich sehr, sehr genial. Dann sind ja noch zwei Spieler verliehen worden, haben wir schon gesprochen. Okugawa. Und wer ist noch weggegangen? Glaube ich. Nathaniel, genau, Buku, ja, genau. Auch zu Saint-Étienne, ja, genauso genau. Wie Cardona, glaube ich. Ne? Ja, genau so ist es, ja. Auch da, ich meine, du hast jetzt ja keinen Spieler von denen gleich jetzt abgegeben, sondern du guckst dir mit einer Laie nochmal an, wie sieht es jetzt so in der zweiten Jahreshälfte aus. Ja. Finde ich, hat alles Hand und Fuß. Es wird natürlich schon noch spannend, ne? Also wir nehmen diesen Podcast auf am 22.01. bis 31. ist wie immer Wintertransferfenster, ja, offen. Das heißt, ja, wir haben jetzt noch bis nächsten Mittwoch oder was haben wir da? Ja, genau. Nächsten Mittwoch so. Also das wird schon nochmal spannend, weil ja, zum Beispiel so jemand wie Dion Bellio, das ist schon eine Personalie, die ist, glaube ich, heiß jetzt. Also bisher hat man noch keine Lösung gefunden für ein Thema, das er offensichtlich hat, weil würde gerne mit seinen zarten 21 Jahren zum Aufgebot der kroatischen Nationalmannschaft zählen. Halte ich für relativ ambitioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich damit so einen super großen Gefallen tut, dieses Ziel so wahnsinnig in den Vordergrund zu heben und sich nicht viel mehr auf seine Entwicklung, also auf die kleineren Schritte zu konzentrieren, aber who am I to judge? Und dann gibt es da schon Überlegungen, ja, von seiner Seite, dass er nicht unbedingt nochmal so eine Halbserie beim FC Augsburg, ja, hinlegen will. Andererseits, als FC Augsburg sagst du, hey, hinter Philipp Tietz brauche ich auf jeden Fall nochmal zwei Stürmer, und im Moment habe ich mit Michel und mit Dion Bellio genau diese zwei Stürmer. Warum soll ich jemanden abgeben? Ja, natürlich. Und das wird eine spannende Geschichte. Also bis nächsten Mittwoch ist noch Transferfenster, und da gucken wir doch voller Spannung wie immer, was da alles passiert. Ich kann mich jetzt kaum mehr halten vor Spannung. Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann wieder
nach dem Punktgewinn gegen die Bayern. Das habe ich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, oder? Das hast du wahrscheinlich prophetisch hast du das ausgedrückt. Ja, wir wollen es mal hoffen. Und dann bis zum nächsten Mal, gell? Ciao, 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 schöne Woche. Servus.